Jetzt aber wirklich. Also dieser Tempel kann uns ja nicht so lange verborgen bleiben, oder? Und damit herzlich willkommen zurück zu... Immerhin ist ja unser Armee gewachsen. So. Ich finde es ja witzig, dass man dann immer wieder am Ende der Zeit landet. Nicht woanders, sorry. So. Das wieder, da war ein Kabel dazwischen. So. Jetzt noch mal gucken. Also, wir sind hier. Und erstaunlich, wie groß diese ganzen Gebiete sind. So. Ja, gut, dann machen wir mal dahin drauf. Oh, super. Ja. Ich habe jetzt quasi noch wenige Knöpfe, die ich drücke. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Da wären so, ja, da war so eine Freilösung schon gar nicht so schlecht. Dass man einerseits die Monster beschwört, aber andererseits eben auch aktiv das machen muss, diese, ja, ich sag jetzt mal ganz, ja. Auch schön. Stirb. Zack. So, ich möchte da irgendwie hin. Jetzt hat die Frage. Ach, wie süß. Oh, da haben wir noch was. Aha, das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Cool. Aber ich glaube. Tja, da werde ich wohl erstmal irgendwie einen Umweg laufen müssen, um da hinzukommen. Na gut, gucken wir mal. Okay. So, Level 25, ich meine, das knacken wir ja wohl. So, eine easy, man könnte hier... Hola. So. Na, das Gold. Da geht's weiter. Und super. Okay. Naja. Also sagen wir mal so. Ich finde es. Au. Was? Okay. Ja. Na denn. So, das haben wir erstmal. Ach hey, das ist ja nett. Nächster Halt. Schade. Oh, super. Zeit 18:54 Uhr. Heute 18:57 Uhr. Achso, dann gucken wir mal. Wie süß. So. Okay, also irgendwann müssen wir uns auch mal mit dem Crafting beschäftigen, aber jetzt mal. So, was ist, haben wir denn hier? Die Chance für Gespenst beschwören. Ein Faulgespenst zu beschwören. Aha. Das ist ja. Sehr, also, das ist cool. Aber. Kritische Dienertrefferchance ist so ein bisschen meh. Das braucht man nicht unbedingt. Das ist nett, aber wenn ich das jetzt hier vergleiche,
Erhöhten Schaden, erhöhte Lebensregeneration, mit der wir halt nur erhöhtes Leben. Hier haben wir, das haben wir da auch mit den 4%. Aha. Dafür. Ach ja. Naja, also wir machen erstmal das. Das ist eine der geilsten Funktionen überhaupt. Hallo. Das verhalte ich auf jeden Fall. Das, ja, ich kann halt nur eine Waffe tragen. Tja, das ist halt groß, kann alles raus. Das würde ich mal noch behalten, da das könnte sein, dass ich das zukünftig noch benutze. Achso, wir wollen dann auch gleich den direkten Weg laufen. Ja, nicht noch mehr Umwege machen, das werde ich schon müssen. So. Super, so. Okay. Super. Was haben wir denn da? So. Erhöhten Schergenschaden. 16 statt 7%. Das ist gut, das nehmen wir. Und den Splitter nehmen wir natürlich auch. Ist ja klar. So, und dann machen wir natürlich den Austausch. Ja. Das haben wir jetzt auch hier bleiben. Das ist ja abgefahren. Okay. Ach. Schau mal, was haben wir denn da drin? Also das ist halt mehr Rüstung. Ich befürchte, der elementare Widerstand ist noch nett, aber ja, wir tauschen aus. Und die behalten wir natürlich auch. Ist ja klar. Irgendwann muss ich mich mal mit Crafting beschäftigen. So, langsam. Okay, also, dann geht's mal weiter. So viel zu dem Thema. Ach, du willst überleben. Aber doch nicht als Monster. Nein, nein, nein. So. Ja, ich glaube, ich werde mir wohl den Luxus gönnen. Wow. Alter. Lalala. Boah, das ist auch wirklich, also das hätte ich mir nicht so geil vorgestellt. Damit kommst du ja echt durch die Gegnermassen durch. Durchgeschnitten Brot. So. Okay. Halt, 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 halt. Lalala. Und tot. Auch schön. So, was haben wir denn hier? Also, es sieht aus wie eine riesige Truhe. Uralte. Okay, die ist also bewacht. Achso, ich habe die Wächter schon getötet. Nice. Der Götze ist klein und schön. Jetzt haben wir hier. Ja, die Lebensgeneration. Das müsste man nochmal gucken, ob das besser ist als das, was ich bisher habe. Aber ja, also was haben wir da? Da? 9 nekrotischer, physischer. Okay, ja, das ist besser. Definitiv. Okay, ah, da ist noch eine Truhe. Nett. So, jetzt ist noch die Frage. How do we get there? Ja. Denken wir jetzt hier rüber mit meiner Armee. Meine, die Hälfte von dem Level haben wir schon wieder durch. Okay. Ein Tempelhüter. Ausstieg rechts.
Boah. Wie lächerlich. 3, 2, 1, meiner. So. Das ist der Tempel. Nice. Haben wir jetzt den Tempel gefunden? Na, das ist doch schön. Sieht schon geil aus, so wenn wir drum rumstehen. Ja, und mit diesem doch sehr erfreulichen Ergebnis können wir das Video beenden. Und dann sage ich mir, das war doch mal echt schön und sage euch Dankeschön, dass ihr ein bisschen zugeschaut habt. Wir sehen uns im Spiel auf der Endkarte und im Zug zwischen Dortmund und Köln oder wo es mich gerade nach NRW hinschlägt. Also, wer es genau wissen möchte, heute oder wenn dieses Video aufgenommen wird, haben wir den 4.3. Bombenentschärfung in Köln. Leute, die auf den Schienen rumlaufen. Warum? Egal. Ich bin ewig unterwegs. Ja, und dann bitte ich euch, die Zeit, die ihr habt, zu nutzen, um neben meinen Videos euch auch über Rechtsradikalität und neoliberale Machenschaften auf volksverpetzer.de und korrektiv.org zu informieren, um denen dann aktiv und mit Wissen gegentreten zu können. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber looten und leveln in Last of Exile. Euer Aha. Mit einem sinnvoll gefüllten Rucksack begrüße ich euch auf der Endcard. Für weitere Action-RPG-Videos klickt hier. Wenn ihr euch jetzt lieber mit gemütlichen Aufbauspielen beschäftigen wollt, klickt hier. Wenn ihr lieber ein paar Shorts sehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr das Ganze abonnieren wollt, dann klickt. Und damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Monster Hunts und allzeit gutes Loot wünscht euch euer Aha.